das ist hier meine zweite Heimat irgendwie. Es ist ja fantastisch, dass die globale Erderwärmung heute mal Pause gemacht hat. Ja, erstmal ganz entspannt, es gibt hier nichts zu gewinnen. Mein persönliches Highlight ist, dass Larissa da hinten steht irgendwie, da muss ich gleich erstmal rüber. Boah, also wenn ich hinter ihr bin, habe ich glaube ich ein kleines Problem. Also das wäre schon ganz schön, wenn sie hinten dran ist. Ja, du hast es perfekt zusammengefasst, irgendwie bei dem Wetter natürlich, die Snowmotch Open sind eröffnet. Ja. Ah doch, es war, also ich hätte sich ja schon, Kimi Räikkönen hat sich ja schon das Handgelenk irgendwie zerstört und der ein oder andere Formel 1 Fahrer hat hier immer seine Karriere erfolgreich beendet. Adel verpflichtet und deswegen sind wir natürlich heute hier und ich habe ja damals bei The Boys schon zu geilen Boygroup-Zeiten mit ihm da mitperformt und deswegen ist er heute mal wieder ein großes Wiedersehen. Ja, Larissa, wir beide, das ist halt, das geht gar nicht mehr ohne, wir sind praktisch siamesische Zwillinge, schade, dass sie es nicht ins ORF-Team geschafft hat, aber so ist das nun mal. Es geht einfach darum, lebendig rauszukommen. Es geht hier um den goldenen Blumenkohl, der natürlich extrem wichtig ist, aber da können sich dann die Todesmutigen können dann die Zeiten rausfahren.